Freunde, willkommen im Abenteuerland. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sind wir auf der Pirsch. Man kann auf Wildschwein und Rehe jagen. Und hier während der Pirsch möchte ich euch heute mal hier den Fjällräven Forest Parka aus Ökoschell vorstellen. Das ist in meinen Augen ein super cooles Teil zum Jagen und im Outdoor-Bereich. Und warum ich der Meinung bin, dass das so ist, das möchte ich euch in dem Video mal zeigen und erklären. Was mir an dem Parka besonders gefällt. Ich habe ja auch schon andere Parkas vorgestellt, unter anderem von North Face. Dieser Parka hier, der ist wirklich ideal für die Jagd und für Outdoor-Aktivitäten. Und zwar aus dem einen Grund, das Silent Echo. Das raschelt nicht so wie die anderen Parkes, die oft Nylon beschichtet sind oder sonst. Ja, das ist ein schön ruhiges Material, trägt sich sehr leicht, ist super angenehm warm. Also in dem Ding fühlt man sich hier draußen jetzt auch bei Minustemperaturen und auf der Pirsch wie im Wohnzimmer zu Hause. Also da macht Outdoor-Aktivität auch richtig Spaß. Was auch super ist, er ist sehr großzügig geschnitten. Ja, das ist ja wichtig auf der Jagd, beim Schießen, aber auch wenn man hier draußen aktiv ist im Outdoor-Bereich, dass man in den Armbereichen, im Schulterbereich genug Bewegungsfreiheit hat. Das ist bei einer Outdoor-Jacke ein ganz wichtiger Aspekt. Die darf einfach nicht zu eng sitzen. Was mir an der Jacke besonders gefällt, ihr habt ja im Video gesehen, hier als Jäger, aber auch als Outdoor-Mensch ist man auch mal jenseits von Wegen unterwegs, wenn so viel Schnee auf den Bäumen liegt oder bei richtig unangenehmem Sauwetter. Da kommt man eben um eine Kapuze drumherum, dass man richtig warm haben möchte. Und hier die Sturmkapuze, die ist in meinen Augen perfekt vom Schnitt. Da passt dann noch eine Mütze oder hier die Kappe drunter. Das ist eben ein Tipp von mir. Zieht eine Kappe drunter, dann habt ihr hier vorne noch einen sauberen Abschluss. Die Kapuze kommt euch in den Weg. Das ist auch bei der Jagd ganz hilfreich. Und der Vorteil, das seht ihr jetzt hier. Hier kann man jetzt die Jacke komplett zumachen. Das heißt, selbst bei einem richtigen Schnee oder Eissturm, wäre ich hier jetzt total geschützt, eingepackt. Das gesamte Gesichtspartie ist geschützt, also das ist perfekt. Das ist auch so, die Kapuze lässt sich zirren und der Kragen lässt sich extra zirren. Und hinten kann ich die Kapuze auch nochmal einstellen. Also das sind ganz durchdachte, perfekte Features. Und gerade jetzt auch bei kalten Ansitznächten, oder im Sturm, hat mich das also echt voll überzeugt. Hier zeige ich es euch jetzt noch mal ein bisschen besser. Ihr seht, erstens der Kragen, der schließt total hoch. Und hier könnt ihr jetzt quasi den Kragen noch zirren. Und hier oben habt ihr jetzt speziell noch mal um die Kapuze auch noch eine zirren, auch noch mal die Möglichkeit, hier komplett alles dicht zu machen. Also in dem Ding, da hält man wirklich jeden Schneesturm auf. Noch ein kleines durchdachtes Detail, was mir sehr gut gefällt. Oft hat man super warme Jacken und dann macht man den Kragen zu und dann hat man genau die Kältebrücke vom Reißverschluss am Kinn und das ist sehr unangenehm. Und auch hier sieht man natürlich wieder die Detailverarbeitung. Hier ist der Reißverschluss nochmal mit einem Vlies hinterlegt, sodass auch hier bei Minustemperaturen mir nicht Metallreißverschluss dann am Kinn kleben bleibt. Also das ist sehr gut gemacht und da sieht man die Liebe zum Detail. Natürlich wartet der Park auch mit jeder Menge Taschen auf. Hier ist eine sehr große Tasche mit Reißverschluss, die ich öffnen kann, ohne dass ich die Jacke aufmachen muss im Außenbereich. Da passt eine Menge rein. Zwei Wege Reißverschluss, Druckknöpfe zusätzlich. Die Arme mit Windschutz und natürlich mit Klettverschluss lassen sich schön immer auch an Handschuhe anpassen, sodass da keine Kältebrücke entsteht. Richtig cool ist natürlich auch die Länge des Parkers, der eben bis ans
Knie geht, ja, sodass man hier auch die Nieren und das Gesäß super warm eingepackt ist. Ein tolles Feature für einen Ansitz oder wenn man sitzt hier, ich kann die Jacke an der Seite noch mit dem Reißverschluss öffnen, ja, dann sitzt man bequemer. Das Coolste an dem Parker, das sind die großzügig geschnittenen Taschen außen und die sind so groß geschnitten, da passt alles perfekt rein. Ja, also hier habe ich zum Beispiel auch noch Schlaufen für Munition, ja, da packt die Patronen rein. Ja. Ist alles kein Problem, ist also riesenweit geschnitten und das ist ein super, super Vorteil. Ja, also das gefällt mir ganz perfekt. Mal zur Demonstration, hier haben wir jetzt die Feldflasche, ja, die passt, selbst die passt hier komplett in den Parker rein. Ja, das heißt, ich kann das Ding auch auf der Pirsch benutzen wie ein Smog, ja, ich kann eine ganze Menge an Material mitnehmen und wenn ich vom Lager weggehe, ja, dann brauche ich noch nicht mal unbedingt einen Rucksack. Also das ist ganz hervorragend gelöst, ja, und toll, die Taschen sind echt super. Natürlich habt ihr auch hier, um die Hände zu wärmen, zwei mit Vlies gefütterte Einschubtaschen links und rechts, ja, auf genau der richtigen Höhe. So dass man sich auch mal zwischendrin auf der Pirsch dann die Hände wärmen kann. Für die Hundeführer gibt es noch ein spezielles Feature hier. Hier kann ich das Ortungsgerät in der Reißverschlusstasche verstauen und hier habt ihr noch die Laschen dazu, wo man die Verkabelung führen kann und die Antenne. Also auch das ist super ideal gelöst. In der Jacke geht es natürlich ganz komfortabel weiter. Also erstmal ein Taillenzug natürlich ist auch vorhanden, wo ich mir noch die Weite fixieren kann. Und dann auch hier habe ich eine große, ganz geräumige Reißverschlusstasche, wo ich Dokumente oder sonstige Dinge wasserdicht mit unterbringen kann. Und genauso sieht es auf der anderen Seite aus. Ja. Hier habe ich dann eine Tasche, wo ich auch Kartenmaterial reintun kann. Ist auch ein Riesenfach, ja. Fast schon wie ein Rucksack mit Klettverschluss auf dieser Seite. Ja Freunde, dann sind wir mit dem Video auch schon wieder am Ende. Danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, einfach schreiben. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like. Jo, und bis zum nächsten Mal. Euer Hans. Ciao.